So, bevor es gleich richtig hier losgeht mit unserem Programm, möchte ich natürlich den ersten Bürger der Stadt, Herrn Dr. Roland Thomas, unseren Bürgermeister, begrüßen. Ja, danke schön, liebe Sixte, lieber Raphael. Sie hat mich gerade als Doktor vorgestellt. Aber nebenbei möchte ich sagen, ich habe auch noch im letzten Jahr erstmals das Sportabzeichen gemacht. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Das war mir eine besondere Freude. Meine liebe Sportlergemeinde, meine Damen und Herren, ich entsende Ihnen von Herzen die Grüße von Rat und Stadtverwaltung der Stadt Bad Salzuflen. Bad Salzuflen ist, wie man heute wieder sieht, eine Stadt des Sports. Und ein aktives Sportlerleben, meine Damen und Herren, stärkt nicht nur Gesundheit und Fitness, stärkt nicht nur das Miteinander im Verein, sondern verbessert auch die Lebensqualität insgesamt. Die individuelle Entwicklung der Persönlichkeit sowie das Schaffen neuer Kontakte. Wenn man nicht mehr selbst Sport treiben kann, wenn man irgendwann mal vielleicht auch in das Alter kommt, wo man das nicht mehr kann oder nicht mehr möchte. Übrigens, das werden wir auch heute noch wieder sehen, bis ins hohe Alter hinein kann man zum Beispiel sein Sportabzeichen und solche Dinge machen. Aber wenn man das nicht mehr kann oder auch nicht mehr will, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, sich anderweitig in der Sportgesellschaft zu engagieren. Zum Beispiel dadurch, dass man eben als Trainer arbeitet oder ehrenamtlich bei Dingen mitwirkt in der Vorbereitung, so wie hier beispielsweise eben auch zu sehen ist. Ohne eine gute Vorbereitung geht es nicht. Und daher geht mein Dank auch nochmal an die vielen Helferinnen und Helfer, die das hier heute möglich gemacht haben. Ich glaube, das ist auch ein Applaus wert. Sie wissen, meine Damen und Herren, gerade im Sport gilt ohne Fleiß kein Preis. Raphael hat es gerade schon gesagt. Ein unschätzbarer Aufwand an Kraft, Zeit und Ausdauer sowie der Verzicht auf viele andere persönliche Dinge ist dafür erforderlich. Mein besonderer Dank gilt daher in diesem Zusammenhang den Trainern und den Betreuern, den Eltern und den Vereinsvorständen. Sie alle haben durch ihr persönliches, ehrenamtliches Engagement den Grundstein für diese sportlichen Erfolge gelegt. Die Stadt Bad Salzuflen leistet ihren Beitrag unter anderem dadurch, dass sie auch die vielen Sportstätten in den einzelnen Ortsteilen kostenlos zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist auch eine Infrastruktur mit, die es ermöglicht, nicht nur den Breitensport im Verein als Individuum zu machen, sondern unter Umständen auch, kann ich mir auch gut vorstellen, ein Grundstein dafür, dass wir hier so viele tolle Spitzensportler und Sportleistungen haben, die wir heute ehren können, nicht nur über den Bezirk hinaus, nicht nur über das Land hinaus, nicht nur über Deutschland hinaus, sondern wir haben ja sogar Weltmeister unter uns. Das ist eine tolle Sache, ich freue mich sehr darüber und ich wünsche uns heute eine schöne Veranstaltung und ich freue mich darauf, jetzt die Ehrungen mit den beiden anderen vorzunehmen. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister.